und genau, viel Spaß. Schön. Ja, wir starten von Artificial Intelligence back to the roots eher. ja, wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg, und zusammen haben wir Prana Up Your Life gegründet. Und bei uns ist es heute nicht 12 Minutes Me, sondern 12 Minutes Us. Und das Thema ist Prana. Und Prana bedeutet übersetzt die Lebensenergie, kommt aus der altindischen Schrift und ist das, was durch unsere Adern fließt. Die Lebensenergie, die haben wir alle. Die habe ich, die hat Josephine, die hast du. Und manchmal haben wir aber den Kontakt dazu verloren. Wir sind so viel im Kopf, wir sind sehr im Denken, in das, was wir tun müssen, sollen und wollen, und haben ja unseren Kontakt zum Körper wieder verloren. Und Prana ist eben das, was überall fließt, vom Kopf durch den Körper in die Umwelt, und was du idealerweise oder was dich glücklich macht. Und Prana wird gesteuert durch den Atem, oder der Atem ist der Träger von Prana. Und der Atem kann uns zeigen, ob diese Energie überhaupt noch fließt in uns oder ob sie schon gestoppt ist. Und wenn du ein- und ausatmest, dann hast du eine Idee davon, ob diese Energie in dir fließt oder eben nicht. Das heißt, wir machen das jetzt mal einmal zusammen. Wir atmen einmal ein und aus. Wie fühlt sich das an? Nochmal ein und aus. Also ich bin auf jeden Fall jetzt schon beruhigter. Es hilft und kann uns eben sagen, ob diese Energie wieder fließt, ob wir gerade im Kopf sind oder ob wir im Körper sind. Ja, weil der Atem ist eigentlich unser Metronom, also so ein bisschen unser Taktgeber von unserem Gefühl, wie es uns eigentlich gerade geht. Also ist er schnell, ist er flach, ist da eher sehr tief und eher sehr ruhig. Also er kann uns eigentlich immer sagen, wie es uns geht, und so eine Art ja, Zustand auch sagen. Und der Atem ist nämlich unser Prana, also unsere Lebensenergie. Und ich glaube, der ein oder andere hat das ja auch mal gehört, dass der Atem wichtig ist, gerade in der Achtsamkeit, die ja relativ Mainstream jetzt aufpoppt. Aber an diesem ganzen Mainstream ist auf jeden Fall auch was dran. Denn wenn wir auf unseren Atem achten, dann können wir einfach auch uns selbst kennenlernen und schauen, wie geht es mir eigentlich jetzt gerade. Und unsere Lebensenergie besteht nicht nur aus diesem Atem, der uns irgendwie durch den ganzen Tag bringt, eigentlich ja auch unser bester Freund ist, sondern eben auch durch ganz, ganz viele andere Umstände. Also die Ernährung ist wichtig, die Bewegung ist wichtig, also sagt alles ganz, ganz viel über unseren Zustand aus. Und wir haben unsere Ernährung ja, ein wenig angepasst, aber nicht nur unsere Ernährung, sondern auch unsere Lebensphilosophie, unser Lebensprana, Lebensenergie besteht aus dem Ayurveda. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen was sagt, vielleicht kann jemand mal die Hand heben, wenn Ayurveda dem was sagt. Ja? Oh! Wir sind jetzt hier nicht in der ESO-Ecke, wir wollen auch gar keinen esoterischen Vortrag halten über Ayurveda. Es ist nämlich eigentlich die Wissenschaft des Lebens, also die älteste Heilmedizin und Heilkunst der Welt, die wir sehr, sehr faszinierend finden und unsere Liebe da auch drin gefunden haben, denn sie basiert einfach auf den Prinzipien der Natur. Und wir sind alles natürliche Wesen, die ganz, ganz viel arbeiten, wie wir hier auch merken, und ganz viel in der Technologie. Aber trotzdem sind wir ja auch irgendwie Lebewesen, und diese Lebewesen dürfen auf jeden Fall auch ganz viel Aufmerksamkeit bekommen. Und Ayurveda bringt uns wieder zurück zu uns, zu unseren Wurzeln. Wir sind sozusagen, also wir verstehen den Makrokosmos, wir verstehen die Natur, und deshalb verstehen wir uns auch besser. Das heißt, was wollen wir damit eigentlich sagen? Wir haben mit Prana, also mit der Lebensenergie, etwas geschaffen, wie wir Achtsamkeit und die Ayurveda kombinieren können. Und das ist eigentlich ganz praktisch oder ganz einfach nachvollziehbar, wenn wir uns jetzt vorstellen, wenn wir ganz normal essen,
nicht vorm Laptop, sondern wenn wir es wirklich auch richtig schön kochen, mit allem drum und dran, wo wir unsere ganze Achtsamkeit und ganze Liebe und Aufmerksamkeit unserem Essen schenken, dann können wir auch ganz, ganz viel Energie daraus ziehen. Und wir haben unser Konzept Mindful Eating genannt und kreieren dadurch sozusagen unsere Lebensenergie. Aber wir machen nicht nur Mindful Eating, sondern eigentlich noch ganz, ganz viele andere Dinge. Ja, wie bringen wir diese Lebensenergie in die Welt? Wir sprechen darüber. Und zwar sprechen wir über Ayurveda, die Wissenschaft, was steckt dahinter, was bedeutet das für dich in deinem Alltag. Denn es geht nicht nur um diese Prinzipien, die uns vielleicht helfen können, dass es uns wieder besser geht oder dass es uns überhaupt gut geht, dass wir Energie haben, sondern es geht ja auch darum, wie kann ich das in meinen stressigen Alltag integrieren. Und jeder von uns kennt das, wir haben alle einen tight schedule. Und da ist es so wichtig, Routinen zu entwickeln und einen eigenen Rhythmus zu finden. Und der ist so wahnsinnig individuell. Den kann man eben einfach nur selber für sich bestimmen und herausfinden. Und ja, da gibt es einfach Hilfestellungen und Tools, die man sich annehmen kann. Und wir sprechen darüber in unserem Podcast, den wir schon seit mehr als einem Jahr haben mittlerweile, mit über 10.000 Abonnenten und ich glaube mittlerweile 1 Million Downloads. Und da geben wir unser Wissen einfach preis und unsere Erfahrung, weil am Ende geht es ja nur darum, wie kann ich das umsetzen in der modernen Welt, weil ich oder wir reisen jetzt nicht ständig nach Indien und folgen irgendeinem Guru und essen den ganzen Tag nur Currys und Dal, sondern es ist ja das Leben, was wir jetzt führen, es geht einfach nur darum, es noch mehr auszufüllen. Ja, und wie machen wir das? Unter anderem mit dem Podcast. Und wir haben ein Online-Coaching-Programm, wo wir 12 bis 12 Monate Menschen begleiten auf ihrem Weg zu mehr Energie, egal welche Herausforderungen sie haben im Alltag. Und wir haben den ersten Kochclub gegründet, Online-Kochclub für Ayurveda und Achtsamkeit, in dem wir online zusammen live kochen. Also könnt ihr euch das vorstellen, du stehst in deiner Küche und brauchst vielleicht ein bisschen Inspiration und wir stehen in unserer Küche, du schaltest dich mit deinem Laptop dazu und dann kriegst du vorher die Einkaufsliste und wir kochen einfach ein bisschen zusammen. Du kannst Fragen stellen, wenn irgendwas unklar ist. Und das macht außerdem ganz viel Spaß, weil darum geht es ja auch. Wenn man Lebensenergie kreieren möchte, dann geht das halt auch nur mit einer Portion Spaß dabei und ohne große Verbote, weil vielleicht hat der eine oder andere jetzt im Kopf gehabt, ja, das klingt ja alles ganz toll, aber viel zu kompliziert und da muss ich auf etwas verzichten. Darum geht es nicht. Also wir sind auch mal dabei, ein Glas Wein zu trinken oder eine Pizza zu essen. Also keine Angst. Ja, und außerdem sind wir dann noch Speakerin, demnächst Autorin von unserem ersten Buch und machen Events, geben Kochworkshops, Retreats, leiten Ayurveda-Kuren von bis und wir können arbeiten von wo wir wollen. Und das ist auch eine wunderschöne Art und Weise, sein Wissen weiterzugeben. Ja, und diese schöne Art von der Wissens Weitergabe und jetzt kommen wir nämlich wieder zum Anfang, machen wir ja zusammen, also 12 Minutes Us, was uns, glaube ich, auch sehr, sehr weit gebracht hat. Aber nicht nur wir zwei waren an dem ganzen Projekt die letzten 2 Jahre sehr, sehr intensiv daran beteiligt, sondern wir haben uns auch tatsächlich Hilfe geholt. Ich glaube, ansonsten wären wir niemals in dieser Zeit so schnell gewachsen. Wir haben nämlich tatsächlich angefangen, nicht offline uns in Netzwerken zu beteiligen, das auch, aber wir sind ganz, ganz stark online gegangen. Also wir haben angefangen mit Instagram tatsächlich, wir haben angefangen eine Facebook-Community zu gründen, unseren Podcast immer mehr aufzubauen. Also wir haben wirklich zusammen überlegt, wie haben wir eigentlich damals auch unseren Weg gestartet, wie haben wir angefangen uns mit Ernährung zu beschäftigen oder generell mit uns selbst, mit persönlicher Weiterentwicklung, wo wir uns definitiv auch im Endeffekt eigentlich nur sehen, das ist immer die persönliche Weiterentwicklung. Und wie kann ich mich selber da coachen, wie kann ich mir selber da eigentlich eine Hilfe sein. Und das haben wir dann auch einfach gemacht. Also wir haben uns auch Hilfe geholt, wir haben das zusammen aufgebaut und das letzte, oder also die letzten 2 Jahre
im letzten Jahr war es sehr, sehr intensiv, weil wir da beide Vollzeit dabei waren. Ich habe im August noch meine Masterarbeit abgegeben. Letzten Jahres in Jasmin ihren Vollzeitjob aufgegeben. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir machen das jetzt wirklich mit unserer ganzen Energie. Und ich glaube, das hat uns so, so weit gebracht, einfach das zu machen, was uns erfüllt, was uns weitergebracht hat auf unserem Weg und unsere Erfahrung einfach weiterzugeben. Ich glaube, egal in welcher Branche man ist, egal in welchem Job man ist, wenn man Erfahrung gesammelt hat, dann kann man die auch weitergeben oder darf man sie auch weitergeben, weil das hilft jedem, weil das jedem inspiriert. Das kann irgendwie eine Vision sein, die man hat, und das ist irgendwie so das Schönste, was man irgendwie machen kann. Und klar, es ist schön, wenn man auch eine Partnerin hat, aber ich glaube, das kann man auch alleine machen. Also es ist auf jeden Fall 12 Minutes Me, 12 Minutes Us, 12 Minutes Prana. Passt auf jeden Fall. Und jetzt haben wir noch eine Minute und wir dachten noch so, wie sollen wir in 12 Minuten irgendwas sagen, sonst reden wir immer so eine halbe Stunde. Und eigentlich meditieren wir auch immer noch. Also ihr seid verschont geblieben in all unseren Vorträgen, wird eigentlich meditieren. 50 Sekunden. Wir können ja alle mal die Augen schließen. Und dann konzentrieren wir uns nochmal auf den Atem. Dann spür das Prana, was durch dich hindurch fließt. Mit jeder Einatmung füllt sich dein ganzer Körper mit Energie, mit Sauerstoff. Du schaffst Raum. Mit jeder Ausatmung lässt du einfach die Anspannung los, lässt den Tag los. Kommst einfach im Hier und Jetzt an.